Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Segment Tracking Budget. Ich habe seit der letzten Folge ein bisschen rumprobiert und rumgeklickt. Und als Zack in der letzten Folge meinte, den Text, das Gekritzel, müsse er sich mal noch genauer anschauen, meinte er, dass ich da wirklich nochmal extra draufklicken muss. Ich bin kein Experte. Und wahrscheinlich spreche ich es falsch aus, aber in etwa steht dort Sesamo abierto soy su amo. Na, hoffentlich hilft mir diese Information weiter. Und jetzt sagen wir das zu der Tafel. Frag mich nicht, warum. Sesamo abierto soy su amo. Hey, das wird ja immer besser. Wie es aussieht, habe ich eine weitere Geheimkammer geöffnet. Und hier können wir jetzt ein Schädelrätsel machen, weil jetzt passt auf, hier ist ein kleiner Berg, ein ganz großer Berg und ein mittlerer Berg. Und hier ist ein kleiner Schädel, ein großer Schädel und ich habe einen mittleren Schädel. Ah! Yeah, okay. Nehmen wir den da mal. Und jetzt das ist ein lege ich den großen in die Mitte. Nein! Nimm den wieder. Dann nimm den kleinen auch. Dann lege jetzt den Kleinen mal hin. Wenn das so ist. Dann den Großen. Den Gedanken sollte ich verwenden. Was? Und dann den Mittleren. Irgendwas scheint sich hier zu tun. Wie auch immer dieser Mechanismus funktioniert, aber gut. Was haben wir denn hier? Oh. Das sieht ja fast aus wie der Kopf eines Caponias. Ein Caponia-Kopf. Sind die Azteken etwa schon vor Jahrhunderten mit den Caponiern in Kontakt gekommen? Gab es möglicherweise schon damals Kriege um die Macht der Erde? Entweder sie haben diesen Caponia als Gott angebetet oder ihn ihrem Gott geopfert. Das könnte eine Hammer-Story sein. Sobald ich meine aktuellen Recherchen beendet habe, sollte ich mal herkommen und nach versteckten Überlieferungen forschen. Ich denke, den nehme ich mal an mich. Irgendetwas sagt mir, dass er mir noch nützlich sein wird. Huiuiui. Oh oh. Jahrhunderte herrschen die Caponia über ganze Landstriche des Planeten. Hunderttausende wurden unterdrückt und gezwungen, monumentale Bauwerke für sie zu errichten. Häfen für ihre Raumschiffe. Bauwerke, die ihre grenzenlose Macht symbolisieren sollten. Als hohe Priester erschienen sie und verbreiteten Angst und Schrecken. Alle Macht und Energie zogen sie dabei aus einem purpurfarbenen Artefakt. Wir, die Solarier, konnten die Caponia vertreiben und den Kristall verstecken. Doch nun, da sie zurückgekehrt sind und den Kristall an sich genommen haben, liegt es an dir, die Welt zu beschützen. Dieser Schädel wird dir dabei helfen. Das ist aber ein bisschen klein, oder? Der Schädel. Und der sah da drin in der 3D-Cutscene und hier unten dreimal sehr unterschiedlich aus. Sehr gut. Damit kann ich den Schädel aushöhlen. Das klingt. Das sollte reichen. Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, jetzt kombinieren wir das Gummiband mit dem Schädel. Sehr gut. Ja. Damit hätte der Schädel eine Fixierung. Ich könnte ihn wie eine Maske tragen. So wäre das noch eine etwas, dürftige Verkleidung. So hält die Frisur leider nicht. Das Toupet würde herunterrutschen. Ah, und deswegen müssen wir jetzt nochmal nach San Francisco. Ich verstehe schon. Damit wir mit Marmelade die Perücke auf den... oh Gott, okay. Na dann. Okay, fahren wir also wieder zurück zum Flughafen. Währenddessen, eine Cutscene nach der anderen hier. Dum-di-dum,
Was gibt es Neues zu berichten? Der Boss hat unseren Informanten nach Mexiko geschickt, damit er sich endgültig um den lästigen Ätling kümmert. Na endlich! Langsam wurde es riskant. Hat er den Auftrag ausgeführt? Er hat die Spur leider verloren und ich bekomme keinen Kontakt mehr zu ihm. Was? Wie konnte das passieren? Der dichte Dschungel ist wie ein Labyrinth. Vermutlich hat er sich verlaufen. Verdammt! Dann können wir nur hoffen, dass McCracken das gleiche Schicksal erleidet. Wenden wir uns wieder dem Projekt zu. Läuft alles nach Plan? Ja, die Tests waren erfolgreich. Es scheint der richtige Kristall zu sein. Perfekt geeignet als Energiequelle für unsere Maschine. Gut, dann informiere den King, dass wir loslegen können. Er wird sehr zufrieden mit uns sein. Verbindung steht, wir sind soweit, Boss. Sehr gut. Blaue Phase einleitend. Gut, Chef. Wird veranlasst. Oh, die wollen die blaue Phase einleiten? Da bin ich aber dagegen. Ich habe noch kein Ticket. Er hat noch kein fucking Ticket. Ah! Immer das Gleiche. Kann ich nicht einfach... Ach ja, hier, komm. San Francisco. Endlich geht's wieder nach San Francisco. Wohin soll ich? Gut, ich soll. Auf nach Hause. Oh Gott, diese bitte kleinen Cutscenes und diese kleinen Dialogsfetzen werden mit der Zeit echt nervig. Für sowas habe ich immer überhaupt keine Geduld. Sowas nervt mich in Spielen immer ganz schnell, wenn immer wieder die gleichen kleinen Sequenzen irgendwie wiederholt werden. Da werde ich wahnsinnig. Was war das denn? Das neueste Modell von... Lieber nicht die... Well, yes, Camilla. We created this game in 1988. Back then, we weren't exactly having dreams. More like we were being guided to do the game. It felt like we were channeling something from outside ourselves. The plot... The characters and everything else just flowed from that inspiration. Yeah, it was scary. It was like someone or something was writing the story through us, and we just created the game in order to broadcast the message. Quite amazing to think that it was 18 years ago. You mentioned something during our last break about things that have been happening very recently. Won't you tell us about that? Well, we've been having these vivid dreams, just like the one Zach had in our game. I thought it was just me. But then I talked with Matt, and... I've been having them, too. David, tell her what just happened. Okay. Well, last night, I had another intense dream. The aliens from our game were chasing me, just like they were before, wearing the same nose glasses and cowboy hats. But that's not the strange part. This morning, my vid phone rang. I answered it and couldn't believe what I saw. Those same guys from my dream. They looked as freaked out as I was, and then they hung up. I see. Matt, what's your take on this? Well, I'm not sure. Something's happening. And whatever it is, it's not good. It feels like all this is becoming real. It's like our game was just a warning of the sinister plot that's now unfolding. Are you saying what I think you're saying? Did you actually expect an alien attack? Nah, well, I don't think our world's in danger. But maybe the one we invented, or thought we invented. Maybe a video connection's possible between these worlds because something those aliens are doing. Or maybe the Scalarians, the good aliens, are bridging the gap. Right. Maybe they're the ones who guided us to make the game in the first place. And now that we're not writing games anymore, they had to find another way to create a connection. So, if Zach is a real person in another universe, he needs to take care of himself.
because something strange is about to happen. We've got to help him. I'll say, hey, I saw this machine in my dream, like the one in our game, the Scalarium device, remember? Zack has to find this machine and activate it, or who knows what could happen. Well, this certainly is an intriguing development, and I'm sure we could spend hours speculating about it, but unfortunately, we've got to wrap up this interview. But stay tuned out there, because coming up next, we've got a non-stop commercial that will just knock your socks off. Ah! Ich bin sprachlos. Spielentwickler senden Warnungen an Parallelwelt. Was hat das zu bedeuten? Ich kenne weder den Sender noch die Moderatoren. Von diesen zwei Kerlen mal ganz abgesehen. Sie sprachen von mir, den Skolarian, und einer weiteren komischen Maschine, die ich aktivieren soll. So unglaublich das alles ist. Ich denke, ich sollte das ernst nehmen. Also, für alle, die Englisch nicht so gut können, kurz zusammengefasst, haben hier quasi die Entwickler des Original Zack McCracken-Spiels von 88 drüber geredet, dass die das Spiel damals basierend auf Visionen und Träume gemacht haben, also Eingebungen von außen, und dass die quasi glauben, dass Zack McCracken tatsächlich in einem Paralleluniversum existiert und quasi geleitet werden muss, damit er die Welt retten kann, und das musste er damals schon irgendwie... Irgendwie haben die das Spiel gemacht, weil die guten Aliens, die blauen Aliens, die quasi gesteuert haben, das Spiel zu machen, weil das irgendwie wichtig war, damit Zack McCracken geleitet wird, das Richtige zu tun, und jetzt ist es wieder so. Ja, genau, ungefähr so. Ziemlich crazy. Zachary, du bist genial! Diese Maske sieht dem Caponia King zum Verwechseln ähnlich. Damit sollte ich mich auf dem Areal der Caponia sicher bewegen können. Einen Linienflug nach Zürich kann ich mir wohl abschminken. Vermutlich würden sie mich sofort entdecken. Aber ich wäre nicht Zack McCracken, wenn ich nicht schon einen Plan hätte. Glücklicherweise kenne ich jemanden am Flughafen, der mir Zugang zum Rollfeld verschaffen kann. Ich werde versuchen, mich an Bord zu schmuggeln, um dann über Zürich abzuspringen. Und mit etwas Glück bekommen die Caponia davon nichts mit. Auf nach Zürich! Einige Zeit später. Okay, da hinten ist die Maschine. Jetzt noch den richtigen Moment abpassen. Los! Was war das? Oh mein Gott! Oh. Die Caponia! Oh mein Gott, sie haben mich gefunden! Moment. Das kommt mir alles sehr bekannt vor. Dieser Raum hier, das Gewitter... Das Erscheinen der Caponia. Wenn ich schon mal hier war, dann ist das gleiche Flugzeug, in dem ich mich schon damals befunden habe. Oder habe ich all das hier wirklich nur geträumt? Auf jeden Fall bin ich hier zur richtigen Zeit am richtigen Ort. So viel ist sicher. Verdammt!
Jetzt sind sie an Bord gekommen. Wenn sie mich finden, ist das mein Ende. Verehrte Fluggäste, wieder mal muss ich Sie bitten, ruhig zu bleiben. Bei diesem Vorgang handelt es sich um eine Kontrolle der Einwanderungsbehörde. Es wird ein blinder Passagier an Bord vermutet. Die Beamten werden nun die Abteile durchsuchen. Bitte seien Sie kooperativ. Mir bleibt nicht viel Zeit. Zuallererst muss ich die Caponia irgendwie aufhalten. Sonst stürmen sie in den Lagerraum und hindern mich daran abzuspringen. Anschließend muss ich zusehen, dass ich schnellstens hier rauskomme. Los, Zack. Benutz deine grauen Zellen. Sonst schaffst du doch auch immer alles. Du beliebst zu scherzen. Letzter Rest Kaffee ist noch übrig. Ich tue es zwar nicht gerne, aber mittlerweile ist der eh schon kalt. Also, rein damit. Genial! Der Kaffee hat im Scanfeld einen Kurzschluss. Ja, das haben wir auch schon gemacht hier. Vermutlich gibt es das System auch auf der anderen Seite der Tür. Das müsste die Caponia eine Weile aufhalten. Ich sollte trotzdem zusehen, dass ich ja jetzt schnellstens rauskomme. Aber wie war das jetzt gleich nochmal? Was soll ich denn am Sicherungskasten? Oh, hier liegt doch eine intakte Sicherung. Das Regal. Ja. Einmal hebeln, bitte. Gar nicht so einfach. Irgendwas klemmt da. Das könnte nützlich sein. Ein Karton. Weder Musikinstrumente noch Notenblätter werden mir hier helfen. Er bleibt. Okay, das könnte klappen. Da befinden sich weitere Vaseline-Tuben, aber eine Tube reicht mir. Ah ja, stimmt. Die haben wir nämlich wirklich. Das kann kein Traum gewesen sein. Wir waren schon mal in genau der gleichen Situation. Ja, das ist es. Okay, die Vaseline könnte das Scharnier schmieren. Igitt, das klebt aber. Mist. Scheint ist die Sicherung rausgesprungen. Verdammt! Was mache ich nun? Oh oh. Es konnte kein illegaler Einwanderer ermittelt werden. Die Beamten werden ihre Suche in den Lagerräumen fortsetzen. Ich kann nur hoffen, dass das defekte Scanfeld sie wirklich aufhält. Gut, diese Sicherung sollte das Problem beheben. Ha, endlich, der Weg ist frei. Wenn ich die Enden zusammenknote, könnte ich die Plane vielleicht als Fallschirm benutzen. Jupp. Ein astreiner Fallschirm. Schnell los, bevor es zu spät ist. Okay. Und so wurde aus der schwarzen Plane ein weißer Stofffallschirm. Nein! Achtung! Der Zaun! Berühmter Reporter brutal durchbohrt. Verdammt, Zäune mit scharfen Metallspitzen sollten verboten werden. Fast wäre ich als Schaschlik geendet. Warum mache ich diesen ganzen Scheiß eigentlich? Seien wir mal ehrlich, die Frau, die ich liebe, ist frisch verheiratet mit einem Franzosen.
Der Traum meines Lebens, der Infiltrator, wird nur noch von einem schief gewachsenen Baum gehalten. Und in meiner Freizeit darf ich an miesen Flughäfen auf ein Taxi warten. Doch diese eine Sache hält mich am Leben. Die Aussicht auf die perfekte Story. Und jetzt werde ich den verrückten Wissenschaftlern jenseits dieses Zauns in den verdammten Hintern treten. Apropos Zaun, die Herren haben sich gut verschanzt. Vielleicht gibt es zwischen dem Gerümpel da drüben ein paar Hilfsmittel, um ihnen einen Besuch abzustatten. Hey, da fehlt doch was. Mir müssen beim Absprung ein paar Sachen aus der Tasche gefallen sein. Ah, würde mein Inventar jetzt aufgeräumt, das wäre sehr nett, wenn die mir einfach alles wegnehmen, was ich wirklich nicht mehr brauche. Oh ja, das ist super. Guck, wir haben noch den Schnauzer, das Messer, die Maske, die Knochenhand, Sushi Junior und unser Tagebuch, sonst nichts mehr. Ah, das ist nice. Das finde ich wirklich gut. Na schön, Leute. Dann machen wir jetzt Schluss hier und morgen geht's dann weiter. Und es fühlt sich so an, als wären wir... Ich wollte gerade sagen, als wird schon langsam Richtung Finale gehen. Vielleicht beginnt auch nur so etwas wie das zweite Kapitel des Spiels jetzt. Mal schauen. Bis dann. Ciao.